Rund 1,5 Monate vor der US-Wahl hat Außenminister Mike Pompeo Venezuelas Präsidenten Nicolas Maduro unmissverständlich aufgefordert, die Macht im südamerikanischen Krisenstaat abzugeben. Maduro, gegen den die USA Anklage erhoben und eine Art Kopfgeld ausgesetzt haben, sei ein angeklagter Drogenhändler. Das bedeute, er müsse gehen, so Pompeo bei einer Pressekonferenz im venezolanischen Nachbarland Guyana. Er habe mit dem guyanischen Präsidenten über die Notwendigkeit der Demokratie in Venezuela und über ein Ende des illegitimen Regimes gesprochen. Pompeo befindet sich zurzeit auf Südamerika-Reise in 4 Anrainerstaaten Venezuelas, die teilweise darauf abzielt, Druck auf den autoritär regierenden Maduro auszuüben. Die Reaktion aus Caracas kam prompt. Mike Pompeo befinde sich auf einer Kriegstournee gegen Venezuela, dies sei aber nach hinten losgegangen, so Nicolas Maduro. Pompeo sei bei seinem Versuch gescheitert, die Regierung des Kontinents zu einem Krieg gegen Venezuela zu verbünden. Pompeo kündigte in Guyana die Umsetzung eines bereits existierenden Abkommens über gemeinsame Seepatrouillen zur Drogenbekämpfung an. Von guyanischer Seite wurde die Unterzeichnung eines Abkommens zur Energie- und Infrastrukturfinanzierung bekannt gegeben. 2015 wurden vor Guyanas Küste große Erdölvorkommen entdeckt.